Heute ist Freitag und zwar habe ich da eigentlich nie wirklich Uni, aber heute machen wir halt eine Exkursion und zwar ins Museum mit dem Photography-Kurs. Und dahin mache ich mich jetzt gleich auf den Weg. Meine Fotokabine entdeckt. Oh Gott. Trauen wir uns das jetzt? Machen wir das? Lol! Konrad hat mein Getränk und er sagt, keine Ahnung. Alles klar? Dachte ich mir, ich erzähle euch mal, was ich gekauft habe. Das Fenster ist auf, ich hoffe, das ist nicht zu laut, aber ich habe auch nicht allzu viel eingekauft, wirklich nur so zwei, drei Sachen. Und zwar war ich bei Other Stories, das ist ein Laden, den ich sehr, sehr gerne mag. Die Sachen sind ja echt manchmal ein bisschen zu teuer, finde ich, aber ich finde die Qualität da ganz schön und die Sachen fühlen sich gut an und die halten bei mir zumindest sehr lange. Deswegen, ja. Dieses T-Shirt hier mitgenommen, das ist eben ganz schön ein Flieder. Das hat mir ganz gut gefallen. Dann war ich noch bei Urban Outfitters und da habe ich das gekauft, was ich jetzt gerade anhabe. Ich hatte hier halt so eine kleine Blume und ich mochte die Farbe ganz gerne und wie das eben ja so ein bisschen ausgewaschen aussieht. Hat mir ganz gut gefallen. Dann habe ich auch noch das hier mitgenommen und das ist ein Gesichtsspray. Da bin ich jetzt irgendwie schon öfter mal dran vorbeigekommen, wollte es aber irgendwie nie mitnehmen. Aber dann hatte ich neulich einen Dreh und da hat es dann ein Hair and Make-up Stylist bei mir verwendet und das fand ich dann irgendwie so voll schön auf dem Gesicht. Ansonsten werde ich jetzt noch ein Video zu Ende schneiden, das dann morgen online kommt und ja, morgen habe ich auch wieder nur Drehs und muss Videos wieder vorbereiten, vorproduzieren. Aber ich treffe mich noch mit der Soja, die ist auch YouTuberin. Aber ja, ich muss jetzt back to work. Übrigens voll cool, dass ich jetzt einfach so am Fenster sitzen kann, abends um 8:30 und es ist einfach noch hell. Finde ich nice. So, mein Video ist jetzt online. Ich werde jetzt mich ans Video machen, dass ich noch die Tage fertig machen muss, weil ich am nächsten Wochenende nach Hause fahre und deswegen bin ich eben gerade beim Vorproduzieren. Und da schaue ich jetzt mal, ob ich da schon alles für zu Hause habe oder ob ich vielleicht sogar noch ein paar Sachen zusammensuchen und einkaufen muss. Schaut mal, wer da ist. Wir sind hier beim Roma. Es ist mega warm, die Sonne knallt auch richtig krass heute, aber ja, mal gucken, wir stellen jetzt irgendwas zu trinken und dann schauen wir mal, ein bisschen quatschen und so. Mmh, lecker. Und wir dachten uns, wir machen uns jetzt hier so fancy, wie nennt man das nochmal? So Burrito Bowl, genau. Taco Bowl, so. Wir essen jetzt hier unsere Burrito Bowl. Eine voll
irgendwie mit Geburtstag und ich habe sogar Blumen gekauft. Und ihr fällt jetzt so ein bisschen mit Freunden chillt im Park. Und da gehe ich jetzt gerade hin. So, aber ich war gestern schon so müde um, weiß ich nicht, 8:30, dass ich einfach, glaube ich, schon um 10 Uhr eingeschlafen bin. Jetzt ist es 8 Uhr, ich bin seit 6 wach. Und gerade habe ich die Nachricht bekommen, dass meine Uni heute ausfällt. Deswegen, ja, was mache ich jetzt? Nee, ich habe eigentlich genug zu und ich muss ein Video schneiden, das, was ich gestern noch gedreht habe. Und ja, ich finde immer irgendwie was zu tun, was zu arbeiten. Ich habe eine Bestellung bekommen. Und zwar diese drei Sachen. Nächste Woche Donnerstag muss ich nämlich zu den About You Awards nach München. Und dafür habe ich dann ein paar Sachen eingekauft, die ich dann anziehen könnte. Und die ich ganz schön fand. Ich werde das mal anprobieren jetzt. I don't know, Leute. Das sah online irgendwie schöner aus an dem Mädel. Der Stoff ist halt so dick. Ich habe auch noch ein paar andere Sachen, nämlich diese beiden. Das ist jetzt mehr so für die Freizeit. Ich habe noch ein paar Sachen wieder mitbestellt, die ich ganz cool fand. Probiere ich die mal an. Kleid Nummer 2. Bei dem hätte ich jetzt zwar nicht gedacht, dass es so eng ist. Ich dachte, das wäre so mehr so ein legereres. Aber irgendwie, es hat hier auch so einen Schlitz an den Beinen. Ich meine, Sanun kann ich auch das bei der Awardshow anziehen. Das geht auch. Das hier finde ich süß. Guckt mal. Das hat so Blümchenstickereien dran. Und dann covert es halt noch so ein bisschen mehr ab. Mit der Hose ist es halt nicht so cool, aber kann man bestimmt gut kombinieren. Aber es gefällt mir ganz gut, das Oberteil. Ich glaube, ich mache mich tatsächlich einfach mal auf den Weg und ja, gehe ein Kleid einkaufen. Das Wetter ist nämlich auch noch gerade einigermaßen schön draußen, aber halt eben später regnen. Kann ich noch mal so ein bisschen was von der Sonne immerhin mitnehmen. Ich habe übrigens echt irgendwie jeden Tag dieses Outfit an, aber naja. Dann mal los, die spontanste Shopping-Aktion der Welt. Ich habe so ein paar Sachen gefunden. Aber noch nicht so ganz das, was ich suche. Das mag ich, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das kombinieren könnte. Muss ich mir noch mir was überlegen. Oder ich würde noch andere Sachen mal gucken. Leute, ich habe ein Outfit. Also das ist jetzt das, was ich mir so zusammengestellt habe. Also was ist neu? Eigentlich alles. Das habe ich ja heute Morgen schon angehabt. Und als ich dann diesen Rock gesehen habe, dachte ich irgendwie, das könnte ganz cool zusammen aussehen. Ich finde es eigentlich auch ganz cool. Dann die Klatsch. Finde ich auch ziemlich schön. Die ist so in Mint. Und das hat irgendwie ganz gut zu dem Rock gepasst hier. Und dann habe ich auch noch neue Schuhe. Und dachte mir so, ich mache irgendwie rote Lippen. Sah ganz cool aus. Ich bin voll happy. Yay. Mittlerweile haben wir es dann auch schon 5:30. Ich denke mal, ich mache mich dann gleich mal ans Video schneiden. Und ja. Das ist es dann auch, was ich heute noch mache, ich denke. Viel mehr wird es dann auch nicht, aber gut. Ich war immer erfolgreich beim Shoppen. Heute habe ich wieder eine Exkursion mit der Uni. Und zwar geht es in ein Fotolab, wo wir eigene Fotos entwickeln. Aber ich mache mich jetzt immer auf den Weg und denke, das könnte ganz interessanter werden.
schon mal in der Dunkelkammer wart, dann wisst ihr, glaube ich, auch, wie cool das ist. Ich war da, glaube ich, jetzt ein bisschen länger als eine Stunde drin. Und wir haben halt Fotogramms gemacht. Man nimmt dazu eben ein sehr, sehr so lichtempfindliches Papier. Und wenn man dann zum Beispiel einen Gegenstand in dieser Dunkelkammer auf dieses Fotopapier legt und das dann belegt wird für so 5 Sekunden ungefähr, dann merkt sich das Blatt, wo der Gegenstand gelegen hat. Und das ist dann halt belichtet, man sieht es zwar nicht. Und wenn man dann halt eben das Papier in so eine Chemikalie legt, dann sieht man eben den Gegenstand, den man drauflegt auf das Blatt hier, dann in weiß. Und so haben wir das eben. Ich habe hauptsächlich mit Blumen gearbeitet, mit vertrockneten Rosen, die ich zu Hause noch hatte. Hier zum Beispiel sieht man das ganz gut. Wir haben auch so ein paar Fails, wo es halt nicht so gelungen ist. Das mag ich auch sehr gerne. Hier seht ihr auch nochmal was. So da, wo es halt weißer ist, da liegt quasi die Blume genau auf dem Fotopapier. Denn überall, wo noch Licht hinkommt, wird es dann eben schwarz. Dann haben wir hier noch ein paar andere Pflanzen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, das Bild. Hier auch nochmal. Sieht ziemlich cool aus. Oder hier von dem Pulli, den ich gerade anhabe, die Spitze. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Ich würde das unbedingt nochmal machen. Ja, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn ihr mal die Chance habt, dann nehmt ihr auf jeden Fall wahr. Es ist soweit, ich fahre jetzt nach Hause und besuche meine Familie für 3 bis 4 Tage und danach werde ich wieder weiter vloggen, also mache ich jetzt eine kurze Vlogpause und dann habe ich nächste Woche auch wieder viel zu erzählen, weil ich auf ein Event gehe und so weiter, also das sollte eigentlich ganz spannend werden, deswegen ja, danke fürs Zuschauen, ihr könnt mich sehr gerne abonnieren. Wir sind auch momentan auf dem guten Weg zu den 200.000 Abonnenten, da würde ich mich halt voll drüber freuen, deswegen ja, gerne abonnieren und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video, bis dann, tschüss!